Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Freitag, der 4. April und in meinem heutigen Video möchte ich gerne auf das Thema Screening und Timing eingehen. Dieses Video findet ihr wie immer, wie viele andere Videos auch, auf meiner Website www.lüdemann-coaching.de sowie in meinen Facebook-Gruppen. Bevor ich mich entschließe, nun einen Trade einzugehen, schaue ich mir erst die Gesamtmärkte einmal an. Fange an heute mit dem Nasdaq-Index. Der Nasdaq-Index befindet sich seit ca. 2 Jahren in einem intakten Aufwärtstrend. Zu erkennen, dass der Markt sich oberhalb des 200er Durchschnitts befindet und dieser ansteigend ist. Aber wir sehen hier auch aus markttechnischer Sicht steigende Tiefpunkte und gleichzeitig steigende Hochpunkte. Daran können wir also sehen, dass der Markt sich in einem intakten Aufwärtstrend befindet. Wenn wir uns jetzt den Nasdaq etwas näher ansehen, dafür ziehe ich jetzt den Chart einfach mal auf, dann können wir sehen, dass der Markt allerdings vor 9 Tagen, also vor knapp 2 Wochen, Schlusskurse unterhalb seiner Unterstützungsmarke gefunden hat und seit dem Tag gehe ich keine Trades mehr auf der Long-Seite in Nasdaq ein, weil wir uns jetzt wahrscheinlich in einer Korrekturphase befinden und es ist sehr schwierig ist, in diesen Phasen dann gute Trades gegen den Gesamtmarkt einzugehen. Was ich dann mache, ist, ich schaue mir die Vergleichsindizes an. In dem Falle wäre es dann der S&P 500 Index. Auch der befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Das Ganze dann auch nochmal in groß. Hier kann man es auch sehen, auch er seit ca. 2 Jahren in einem intakten Trend, auch oberhalb der 200er Marke und auch hier sehr schön die steigenden Hoch- und Tiefpunkte zu sehen. Der S&P befand sich vor ca. 3 bis 4 Wochen hier in dieser Seitwärtskonsolidierung, hat jetzt allerdings in den letzten Handelstagen einen schönen Ausbruch gemacht, so dass es für uns wesentlich sinniger ist, zum Beispiel den S&P zu traden bzw. Einzelwerte aus dem S&P 500 Index als zum Beispiel im Nasdaq, der zur gleichen Zeit jetzt in den letzten Handelstagen in einer Korrektur ist. Hier ist es dann wesentlich einfacher, wenn man dann auf die Stunde schaut, zu sehen, okay, der Index befindet sich hier wieder in einem intakten Aufwärtstrend seit etwa 1. April, so dass wir hier auf jeden Fall besser im S&P unterwegs sein können und auch sollten. So kam es dann auch, dass ich in dem Coaching, was ich diese Woche hatte, dass wir uns vermehrt mit Aktien aus dem S&P beschäftigt haben. Natürlich haben wir uns auch Werte im Nasdaq angeschaut, aber haben halt festgestellt, dass der Index halt eher in der Korrekturphase ist und dass es dann sinniger ist, sich mit Aktien zu beschäftigen, die gerade in einem Aufwärtstrend sind. Das heißt hier, dass die Aktien in dem gleichen Rhythmus unterwegs sind wie der Index auch. Somit haben wir hier eine doppelte Sicherheit herausgesucht, haben wir uns hier mehrere Aktien vorstellen möchte ich euch hier einmal die APH, die wir im Coaching herausgesucht haben. Das hier war für uns der Schlüsselpunkt bei 92,34, wo wir gesagt haben, okay, wenn der Markt hier drüber geht, dann würden wir die Aktie sehr gerne long nehmen. Hier kann man es auch sehr schön sehen, wenn man die hier auf Stundenbasis sich es anschaut, konnte man sehr schön einen Stop dann unter das Tief legen und dann einfach die Bewegung auf Tagesbasis traden, ganz normal halt als Trendtrade auf der Stunde. Sobald wir hier neue Hochs über den 49,20 haben, sind wir in der Lage, auch den Stop dann in den Plus zu ziehen. Dann müssen wir vielleicht mal abwarten, was jetzt heute Nachmittag passiert. Die nächste Aktie, die wir herausgesucht haben diese Woche, ist die Aktie BLL. Auch hier kam es zum Ausbruch über die Marke, die für uns recht wichtig war. Der Einstieg erfolgt dann nicht direkt bei Ausbruch, sondern wir warten natürlich ab, bis sich ein kleines 1, 2, 3 auf Stundenbasis darüber bildet und können dann in der kleineren Zeiteinheit den Trend dann nach oben traden Richtung 52 Wochen hoch. Wir können hier auch mit sehr engen Stops immer agieren. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Also ich nutze hier immer sehr gerne diesen etwas engeren Stop an der Ausbruchsmarke. Nicht verkehrt wäre aber auch den Stop hier hinzusetzen. Das bleibt eigentlich jedem Trader überlassen, wie man das Ganze angeht. Aber wie gesagt, ich bin eher ein Freund davon, den Stop etwas enger zu halten und dafür lieber eine doppelte Positionsgröße mitzunehmen. Eine weitere Aktie, die wir herausgesucht haben diese Woche, das ist die BHI-Aktie. Im Gegensatz zu den anderen Aktien befindet sich die BHI allerdings oberhalb ihres 52-Wochen
Hochs. Von daher ist es hier ein etwas anderes Trading-Setup. Ich selber trade ja normalerweise nicht den Ausbruch oder den Durchbruch durch das 52-Wochen-Hoch, sondern ich warte hier mal seine Konsolidierung ab. Die können wir hier auch wieder im Stundenchart sehr gut sehen. Das kann man ja selbst zu dem Ausbruch und dann zu einem neuen 1, 2, 3 auf Stundenbasis, was man hier wieder sehr schön hat traden können. Ich mache hier gerade mal die Stop-Marke hier unten drunter. Es kam dann hier zu einem neuen Hoch, zu einem Rücklauf, wieder zu einem neuen Hoch, so dass man den Stop hier fast auf Break-Even heranziehen konnte. Und nun bleibt abzuwarten, was im weiteren Handelsverlauf passiert. Die nächste Aktie, die ich hier zeigen möchte, ist die BWA. Hier haben wir wieder ein Setup, wo wir vor dem 52-Wochen-Hoch in den Markt kommen wollen, beziehungsweise vor dem großen Punkt 2 auf Tagesbasis. Das Setup ist hier wieder das gleiche wie das, was ihr vorhin gesehen habt. Die Abwärtsbewegung auf Tagesbasis ist halt vorbei. Hier kann man es ganz schön auf Stundenbasis sehen. Der Markt hat hier gedreht, befindet sich oberhalb des Hochpunktes der Abwärtsbewegung und wir nutzten einfach die nächste Möglichkeit hier, um in den Markt hinein einzusteigen. Das heißt auch hier wieder einfach nur den Stop unter das Tief auf Stundenbasis ziehen und dann einfach nur den Stop hier nachziehen und dann den Trade einfach weiterlaufen lassen. Zwischenzeitlich hat die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markiert bei Durchbruch durch die 63,20. Das war ja hier ungefähr das alte Hoch. Da neige ich dann immer dazu, meine Position zumindest zu halbieren an dieser Stelle und die restliche Position dann ganz normal weiter auf Stundenbasis laufen zu lassen. Aber das ist nur etwas, was nun bei mir jetzt spezifisch ist. Ihr könnt auch weiter ganz normal den Stop auf Stundenbasis weitersetzen. Nur was für mich halt immer so der Punkt ist, ist, dass ich mir schon zu oft erlebt habe, dass der Markt halt an diesen 52-Wochen-Hochs dreht. Und von daher ist es gar kein Problem, dann zu sagen, okay, hier nimmt man einfach bei der 63,20 oder knapp davor einfach was mit. Ich meine, wir schauen uns an, wie weit wir schon vorne sind im Gewinn. Wir haben jetzt einen CFV von 1 zu 4 an diesem Punkt. Und da ist es auf jeden Fall kein Problem, auch auf Stundenbasis die Hälfte seiner Position einfach glatt zu stellen. Die letzte Aktie, die ich euch noch vorstellen möchte, die wir im letzten Coaching herausgesucht haben, das ist die Aktie CAT. Hier haben wir ein Setup, was wir vorhin auch schon einmal kurz angesprochen haben. Die Aktie befindet sich oberhalb des 52-Wochen-Hochs. Das heißt, wir warteten hier wieder eine Konsolidierung ab, um in den Markt hineinzukommen. Hier kann man ganz gut sehen, es gab hier zu einem Hoch, dann zur Abwärtsbewegung. Da haben wir uns einfach dann hier ein Alert reingelegt und dann hat die Aktie einfach zur Eröffnung vorgestern hier uns reingeholt. Auch hier konnten wir wieder mit einem sehr engen Stop am Markt agieren. Das ist einfach das Schöne, dass man hier, also man kann hier mit dem engen Stop arbeiten. Es ist allerdings auch nicht verkehrt, den Stop hier einfach hier unten hinzulegen. Je nach Risikoneigung kann man hier operieren. Ich selber, wie gesagt, mache sehr gerne diesen engen Stop, der natürlich zur Konsequenz hat, dass man das ein oder andere Mal vielleicht rausfliegt, wenn der Markt zurückkommt. Nur aus meiner Sicht ist es eben so, dass wenn der Markt hier durch die Hochpunkte geht, dann möchte ich auch, dass die Aktie sofort losrennt. Diese schnellen Einstiege bzw. das schnelle Loslaufen an diesen bestimmten Marken, das ist sehr häufig gegeben. Und wenn die Aktie hier nicht sofort losläuft und hier noch einen großen Rücksetzer macht, möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr dabei sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgeholt werde, bin ich auch nicht böse drum, weil meistens ist die Konsolidierung da meist größer und man wäre auch hier unten herausgeholt worden. Und sollte es hier tatsächlich einmal dazu kommen, dass ich hier rausgeholt werde und die Aktie dann anschließend weiter nach oben läuft, na gut, dann ist es so, dann muss ich halt hier noch meinen zweiten Einstieg wählen, aber im Regelfall komme ich mit diesem etwas kürzeren Stop sehr gut klar, weil ich hiermit auch die doppelte Positionsgröße aufbauen kann. Das waren hier wieder fünf Werte, die ich euch vorstellen wollte aus dem S&P, wie man sie handeln kann. Ist eine gute Alternative, finde ich. Ich handle sonst sehr gerne in den Nasdaq, nur wenn der Nasdaq sich gerade in einer Konsolidierungsphase befindet, wie in dieser Woche, dann muss man halt nach Alternativen schauen. Und das ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, ich trade im Nasdaq jetzt einfach weiter oder in einem Index, der sich gerade in der Konsolidierung befindet. Das gilt natürlich auch für alle anderen Märkte, ob das für den FDAX ist oder ob das für Devisen ist. In dem Moment, wo ihr ein Devisenpaar habt, was sich in der Konsolidierung befindet, macht das natürlich wenig Sinn, einfach jedes Long-Setup, was ihr habt, einfach zu traden, sondern wartet lieber,
bis ihr die Bestätigung bekommt, dort hereinzugehen, bis euer Setup einfach passt und dann geht ihr wieder rein. Lieber mal ein oder zwei Tage nicht traden, dafür aber die sicheren Trades wieder mitzunehmen, denn ansonsten fehlt es einem manchmal hinterher am Mut und an der Selbstsicherheit, wieder in die Trades hineinzugehen. Das war's wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Handelstag heute Nachmittag und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.